Zack! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. Und ja, ich habe den Checkpoint nochmal neu geladen, weil ich eine kleine Pause gemacht habe. Und jetzt geht's weiter mit der Folge und diesem Geschehnis im hohen Norden. Ihr erinnert euch, wir haben für den guten Willis, der Willis, dass wir hier eine Mission für ihn machen. Er hat uns natürlich im Stich gelassen, der Vogel. Und wir haben sehr viele Feinde hier in dieser Gegend. In der letzten Folge ja ein bisschen mal wieder unkonventioneller durchgepäst hier. Genau wie bei der Festungseroberung. Jetzt wird er allerdings mitbekommen, dass sein Kollege tot ist. Und ich glaube, den kriege ich nicht nochmal so geschickt mit dem Bogen. Das war ja ein Glückstreffer. Okay, lassen wir es sein, das wird nichts. Aber den kann ich mal erledigen gerade. Das Problem ist, dass sie auch scheiße viel vertragen mittlerweile. Also wirklich scheiße viel, siehst du? Siehst du? Ah, komm. Ich habe meinen Bogen noch gespannt. Zack. Fuck, knapp verfehlt. Okay. Wir müssen uns auf den normalen Kampf einlassen. Bevor wir das machen, ganz kurz mal einmal in die Fähigkeiten reingehen. Ich habe nämlich gesehen, dass wir da wieder Punkte haben und wir können theoretisch ein Rundes gehen und wir können die Überlebensspritze lernen. Das könnte uns hier in diesem Fall den Arsch retten. Retzen ist auch gut. Und du erleidest weniger Schaden jetzt auch durch gegnerische Kugeln. Zusätzlich zur normalen Wirkung, was natürlich für uns jetzt Gold wert ist. Also wir sind mittlerweile dann wirklich ziemlich taco gerüstet. Deswegen können wir auch ein bisschen so durchpesen hier überhaupt. Okay, das wird nichts mit dem Bogen. Aber Molly vielleicht. Guck mal hier. Schön ein bisschen Flambierung hier. Wie gefällt euch das, ihr Säcke? So. Noch einen hier. Einen werfe ich euch noch rein, ihr Säcke. So, zack. Überlebensspritze. So, und jetzt könnte ich theoretisch auch mal einfach hier ins Herstellungsmenü reingehen. Ah, Moment. Nee, ich muss hier aber... Zack. R1. Und jetzt müsste ich eine Überlebensspritze hier machen. Oh, mir fehlt es aber ein gelben Blatt. Verkackte... Ja, habe ich verkackt. So, jetzt erstmal wieder die Granate zur Hand nehmen. Die gute alte Granate. Und zack. Scheiße, hat nichts getroffen. Mist, zu weit weg. Ja, ich habe jetzt keine guten Waffen auf Reichweiten. Ah, die neue ist hier schon ganz nice. Haben wir auch mal gezeigt dann. Vorsicht, der Scharfschütze da vorne. Der macht mir echt Sorgen. Und das nicht unberechtigt. Okay, dann greife ich mal wieder zu meiner schönen Seitenwaffe. Dem guten alten Granatwerfer. Guck mal. Oh, er ist gerade noch so ausgewichen. Uiuiui. Also die Feinde sind jetzt auch echt einen ganzen Tacken härter. Ist ja klar. Sonst wäre es ja auch ein bisschen blöde. Gehen wir aber 60 XP direkt. Stellenweise, je nachdem, wie man sie natürlich auch umnietet. Mann, der Bogen. Mit dem treffe ich hier nichts. Okay, ich bleib hier. Die Position ist, glaube ich, ganz gut, weil ich kam nicht raus wegen dem Scharfschützen da hinten. Seht ihr? Hab ich kurz mal eingeblendet. So, jetzt müssen wir die einen nach dem anderen am besten dezimieren. Werfen auch mit Granaten um sich. Finde ich natürlich nicht so prickelnd. Aber was soll es. So, schöner Headshot noch erwischt. Intervallmäßig gefeuert. Ebenfalls, wunderbar. Boah, der Scharfschütze, der ist wieder das Hauptproblem. Okay, das kommt, da kommt irgend so ein Vollidiot, oder? Nee. Da ist er doch, da ist er doch. Super. Ebenfalls eliminiert. Ja, teilweise kann man sich da rumschleichen, aber ich glaube, hier bei dieser Situation ist es ziemlich utopisch. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass wir auf jeden Fall laufen sollten. Ah, geil. Warte mal. Da liegt doch was Schönes. Was haben wir denn hier? Was können wir denn dafür abgeben? Den Flammenwerfer vielleicht mal. Den habe ich jetzt eh nicht so häufig benutzt. Keine Sorge. Mache ich nochmal. Oh. Scheiße, Mann. Und einfach rein damit. Ich habe keine Ahnung, ob das sitzt oder nicht. Fuck, wir müssen uns erstmal um die normalen Fußsoldaten kümmern. Ich muss hier rüberrennen. Ob das so eine gute Position ist? Boah. Alter! Das ist gar keine gute Position. Schnell heilen. Hol dir diese Splitter da raus. Hier fliegen uns Kugeln um die Ohren. Ich höre, die Position da hinten war deutlich besser. Ich glaube, ich renne wieder zurück. Ich lasse die erstmal kommen jetzt. Alles andere könnte fatal enden. Seht ihr, wie viele das noch sind? Da hinten hat man es gerade auf dem Hügel gesehen. Das ist schon eine ganz schöne Übermacht. So, und die kommen hier rüber. Sollen sie ruhig mal machen. Boah, da bin ich gerade nochmal so ausgewichen. Okay, jetzt haben wir natürlich hier
theoretisch die Möglichkeit, auch mal zurückzuschießen mit so einer netten Waffe. Scheide. Leider verfehlt. Yeah! Bam, den ganzen Hang haben wir entfernt. Habt ihr gesehen? So, und jetzt müsste da noch einer kommen. Der hängt da drüben. Fuck, die halten so viel aus. Komm schon. Ah, dieses gottverdammte Auto-Aiming. Okay, war's das? Haben wir sie alle erledigt? Wäre natürlich super. Würde ich mich fast freuen. Ich trau mich gar nicht hier, die Jungs zu durchsuchen. Wäre cool, wenn wir jetzt alle durchsuchen würden, direkt in dem ganzen Areal, ne? Das wäre praktisch. 3000, ich muss ein bisschen was einsacken. Nee, den will ich nicht. Den Flammenwerfer brauchen wir jetzt in diesem Fall noch nicht. Oh, da vorne ist noch ein Feind. Ach du Scheiße, okay, das sind also noch mehr. Die haben allerdings noch nicht ganz eruiert, dass ich hier am Start bin. Und deswegen schnappe ich mir jetzt hier erstmal die Heilspritze. Die wir jetzt ja aufgemöbelt haben. Schön. Dank neuen Skills. Ne? Hier, Fähigkeiten. Richtig cool. Und wir haben neue Fähigkeiten, Punkte auch bekommen gerade. Aber hier, das ist schon nicht schlecht mit Überlebensspritze 2. Okay, jetzt ist es richtig asozial. Ich würde sagen, wir laufen einfach hier so lang. Was haben wir denn hier an Waffen? Noch eine Bazooka, noch Raketen. Okay, pass auf. Die wollen, dass wir das am liebsten mit dem Raketenwerfer machen. Mit der guten RPG 7. Das können sie haben. Bäm! Boah! Was sind das für ein Feuerwerk? Heiliger Bimbambino. Junge, Junge, Junge. Da geht's aber richtig rund zur Sache. Okay, muss reichen. Wechseln wir mal lieber wieder die Wumme. Gehen mal über die Hängebrücke. Ich glaube, wir haben mittlerweile echt viel ausgeschaltet, was hier war. Das war ganz gut. Auch gut, dass wir diesmal nichts überstürzt haben, weil ich glaube, wäre ich hier gerusht. Ich glaube, das wäre nicht gut ausgegangen. Hier haben wir noch irgendwelche Kisten und ja, Rüstung ist voll. Brauchten wir jetzt in dem Fall gar nicht. Also alles gut. Oh, bin ich mal direkt so rüber gehüpft und... Hoppa! Nein! Alter, bin ich gegen den Felsen geknallt. Scheiße. Wow. Ah, gut. Vielleicht auch gar nicht so schlecht, sich mir immer nochmal umzuschauen. Noch ein paar Sachen mitzunehmen. Hier Granaten, Minen, Wurfmesser und vor allem Medikits. Wie gesagt, die halbe Miete in dem Spiel. Das kann man echt so stehen lassen. Was sind das denn eigentlich für schöne Wandmalereien hier? Sieht auch verdammt cool wieder aus. Da würde ich ja gerne ein Foto schießen, aber will euch auch nicht mit Fotos langweilen. Hoppa. So, und jetzt hier nicht so seitwärts gehen, sondern zum Sprung ansetzen, ganz in Ruhe, genau. Okay, und was machen wir jetzt hier? Jetzt müssen wir hier rüber. Da kommen bestimmt noch mehr Feinde. Das kann doch nicht wahr sein. Wie viele Feinde sollen denn da noch kommen? Ich meine, seit letzter Folge sind wir hier am Rumeiern. Das ist der Stellvertreter, der eigentliche Stellvertreter. Wir haben es ja beim super Foto in der letzten Folge natürlich sofort erkannt. Ja, und ich weiß, ich spiele manchmal ein bisschen forsch, aber hey. Der Adler wäre nett, ne? Wenn die Adler jetzt angreifen würden. Irgendwie sind die direkt auf Konfrontationskurs, ne? Okay, das ist eine Bogennummer. Nur schade, dass wir immer zwei Treffer brauchen mittlerweile. Bleib du mal schön in dem Kessel da. Bams! Ich habe ihn erledigt. Wunderbar. So. Eine Granatwerfer ist immer noch mein Liebling, glaube ich. Eine Sekunde. Hast du ihn? Ja, ich habe ihn. Gut. Ich komm rüber und hol dich ab, wenn ich mit dem Frühstück fertig bin. Du glaubst gar nicht, wie schwer es ist, in dieser Gegend Speck zu finden. Hol es out. Yeah, wir haben es geschafft, Freunde. Wow, was ist denn hier los? Danke für den turbulenten Flug, Butterblümchen. Sobald ich noch eine Spur zu Yuma finde, melde ich mich. Ich will gerne meinen Fallschirm ziehen oder wenigstens ein,
Ah, Wingsuit haben wir direkt schon an. Cool. Oh, Willis hat das Tagebuch für dich im Flughafenunterschlupf hinterlegt. Jetzt können wir ganz kurz mal auf die Karte gucken, bevor wir jetzt hier irgendwie sinnlos rumflattern. Auch wenn ich noch irgendwo eine Mission habe. Willis haben wir ja gerade gemacht. Das war aber eigentlich ganz gut. Wir können mal wieder zu diesen verrückten Jungs, den Yogi und Reggie. Mal gucken, was die wieder zu sagen haben. Außerdem gibt's nicht noch goldene Fahrtmission? Nee, im Moment nicht, oder was? Wahrscheinlich ist die Willis die nächste Hauptmission. Aber Yogi und Reggie wollen wir auch mal mitnehmen. Da fliegen wir mal rüber. Mal gucken, wie weit wir kommen mit dem Wingsuit. Wahrscheinlich nicht super weit. Da sollte ich mich ja lieber im flachen Gelände halten und die Wegstrecke gut machen. Aber vielleicht gibt es ja auf der Minimap kurzzeitig noch einen Gyrocopter. Das wäre natürlich Gold wert. Wenn ich dir einen Rat geben darf, AJ, wenn du mal was aufstechen musst, lass einen Profi ran. Egal, wie selten solche Profis in dieser Gegend auch sein. Wusstest du, dass ich wegen deiner Mutter einer ganzen Klasse das Medizinstudium in Singapur bezahle? Hä? Woran bin ich jetzt gestorben? Der hat den Fallschirm gezogen, ist in den Baum gekracht und das war mein Tod? Hey, ich wollte gerade Pagamin dabei zuhören, dass er in der ganzen Klasse... Ich wollte den Fallschirm gerade nämlich extra nicht ziehen, weil ich dachte, er zieht den ja eh von selber. Okay. Ah gut, hey, dann sind wir bei Willis. Ist ja naja, super. Gibt's hier zufällig einen... ich hoffe, hier gibt's einen. Hier gibt's einen Gleiter leider nur. Kein Gyrocopter. Und die... Schade, dass wir die Flugzeuge nicht fliegen können, ne? Das wäre echt super. Oder machen wir schnell die Mission für Willis weiter, wenn wir jetzt eh gerade hier sind. Ja, machen wir, komm. Na, direkt hier. Ziehen wir durch. Weil jetzt eh schon hier, die uns den Flug gespart haben quasi. Machen wir direkt die neueste Mission für den guten Mann. So, Herr Willis. Was gibt's Neues? AJ, gutes Timing. Ich packe gerade. Das ist er, mein letzter Job für dich. Du bist an der 10-Yard-Linie. Steig ein. Schmeiß ihn nicht weg. Ich habe einen Eimer Kaffee getrunken, die werde ich noch brauchen. Oh Mann! Yeah. Ich werde dir jetzt die Wahrheit sagen und die ist nicht schön. Dein Vater wollte deine Mutter töten, weil sie sich von allem abwenden wollte. Vom goldenen Pfad, Kyrat, der Sache. Was? Fakt, deine Mom war Hakuna Matata oder wie immer sie die kleinen Mädels nennen. Fakt, deine Mom hat Pagan bespitzelt, obwohl sie den Typen mochte. Fakt, dein Dad war Patriot und es gibt keinen Patrioten, der kein Hurensohn ist. Und was den Rest angeht, noch einer von Yumas Stellvertretern muss weg. Erledige das! Erledigen wir. Machen wir doch glatt. Lieber Willis, tot von oben. Oh yeah. AK-Stempel. Schießen wir doch glatt wieder ein Foto. Ein Foto von dieser schönen Gegend. Ohne Interface natürlich, sieht viel schöner aus. Super. Richtig schönes Bildchen, oder? Ah, jetzt nehmen wir Anlauf. Mal wieder und fliegen mit dem Wingsuit darüber. Wow. Zack. Oh oh, da kommen Helis. Zum guten alten Akash-Kloster. Oh, ich bin ein bisschen flott unterwegs, ne? Ja, vielleicht ist das auch gar nicht so verkehrt. Weil das dürfte bewacht sein. Na, vielleicht ist das doch ein bisschen verkehrt. Ich lass mal lieber sein und lass mich mal hier runter. Benutze die Kamera. Schneid ihn mit dem Messer auf. Oder was du gerade sonst zur Hand hast. Juma wird die Botschaft verstehen. Willis out. Okay, schon ein paar Feinde ausgemacht hier in der Hütte. Mit dem Messer sollen wir ihn eliminieren. Und erstmal ausmachen, wo er ist. Ach du Scheiße, wer ist denn das jetzt? Gibt's ja einige Möglichkeiten. Die anderen sehen mich noch nicht bei dem Schneesturm hier. Ichi, das war kein Witz, dass du dein Opfer aufschneiden sollst. Ich brauche die Leiche intakt. Kugeln und Sprengstoffe richten zu viel Schaden an. Du musst ein Messer nehmen.
Zeit für etwas gute alte Handarbeit. Warum brauchen Sie die Leiche intakt? Oh, ich will dich nicht anlügen. Funkabbruch. Er will uns nicht anlügen. Okay, pass auf, da komme ich jetzt nicht so gut vorbei, aber... Warum rennt der da weg? Der rennt da irgendwie weg, seht ihr das? Das kann aber nicht an mir liegen. Vielleicht ist ein Tier ausgebrochen. Und wir hätten da ja Tiere, ne? Theoretisch wäre das eine Option. Und ich glaube, die Option ergreifen wir auch mal. Kann ich das treffen, das Tier? Das ist ein Bär, glaube ich. Okay, jetzt in der Hoffnung. Oh nein, jetzt wenn er unseren Typen angreift. Ah, dann ist die Mission gescheitert. Ich muss einen Kopfschuss machen. Nee, lieber nicht. Jetzt habe ich mir lieber den da hinten. Oh, man sieht gar nichts. Scheiße, er hat's gebückt. Schneesturm, der sieht mich nicht. Eierschuss. Boah. Oh, nochmal. Zack, Doppel-Takedown. So muss es laufen. Okay, jetzt kommen die von hinten. Finde ich eher uncool, Leute. Nachladen und dann den nächsten, bitte. Zack. Das war ganz cool. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Da rennt jetzt nämlich auch dieser Bär rum, den ich freigelassen habe. Das ist so eine gute Idee, war. Ob das so eine clevere Idee war? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mir selber einen Stein in den Weg gelegt. Mit der Nummer. Toll. Er hat mich aber nicht aufgespürt, der Bär. Brauchen wir echt noch Bären? Ich hätte den jetzt natürlich auch mit dem Bogen eliminieren können, aber ganz ehrlich, Freunde, das ist jetzt mir zu heikel. Ist mir jetzt zu Heiko. Liebe Grüße an Heiko an dieser Stelle, falls wer hier Heiko heißt. Da ist er. Sehen mich tatsächlich nicht. Brauche bestimmt aber auch Bärenfell, oder? Deswegen schnappe ich mir das mal hier so von der Seite. Komm, Bärchen. Ich harveste dich eben weg. Ja, so ist es schön. Rein mit dem Fell. Muss am besten erstmal seine Kollegen ausstellen. So sehen mich von hier unten nicht. Das ist optimal. Wie viele sind das? Zwei oder nur drei? Wir müssen es mit dem Messer hinkriegen. Ich hätte den Messerkill. Zack! Hat geklappt. Und nochmal Takedown. Scheiße, er hat mich getroffen. Um das nicht zu knapp. Boah, das war super knapp. Willis, ich hab ihn. Mach ein Foto von ihm, ja? Der Boss will Beweise. Der sieht auch cool aus, der Löwe hier. Okay, ich mache ein Foto sogar ohne Interface. So ein richtiges Gesichtsfoto mache ich diesmal. Oh, guck mal, hier liegen Unterlagen. Vielleicht sollte man es hier mitnehmen. Oh, R-Notiz, bla bla bla. Ist bei dieser Ausgabe gelungen. Ah, cool, da sind Bilder entdeckt worden. Wer es lesen will, wie gesagt, Pause drücken. Machen wir erstmal ein schönes Foto. Es ist doch so klar, ja, den erkennen wir auf jeden Fall. Den erkennt man ja direkt, ne? Ist es der überhaupt gewesen? Ne, das war der gar nicht, ne? War der das? Ich weiß gar nicht, welcher von den Heinzel es jetzt war. Die sehen sich auch so unterschiedlich aus. Kann man mal sich vertun, auf jeden Fall. Einfach ein Raumfoto. So, habt ihr jetzt genügend Fotos? Foto. Sehr gut. Wir treffen uns unten. Genießt den Abstieg. Obwohl, nee. Wisst ihr was? Bevor wir das Gebiet jetzt hier verlassen, gönne ich mir hier gerade noch die Kisten, die hier stehen. Hier stehen doch angeblich welche, ne? Da hast du mal eine... So, ein bisschen
Eine Almosenschale, toll. Für den Willis lohnt sich nicht zu arbeiten. Eine AMS-Notapotheke, na gut, warum auch nicht. 15.000 mal eben schnell gemacht, das hat's gelohnt. Und nachladen wäre auch nicht verkehrt, wer weiß, was da noch antanzt. Oha, Alter, wie geil. Und da machen wir jetzt den übelsten Wingsuit-Flug. Okay, los geht's. Und ab die Post. Juhu! Oh, was ist denn hier los? Ich kann kaum noch rechts und links lenken. Über die überfliegen wir doch. Wow. Oh, fuck. Das ist eine geile Mission. Mal gucken, wie lange wir da oben bleiben. Benutze den Wingsuit, um dich mit Willis zu treffen. Wohin muss ich denn fliegen? Hier weiter nur die Schlucht entlang, hoffe ich. Ach du Scheiße. Auf jeden Fall das Ding die ganze Zeit oben halten, soweit möglich. Gar nicht so leicht, das Teil zu fliegen. Boah, wie lange sind wir jetzt hier in der Luft? Boah, nein! Links, rechts, links. Sonst geraten wir da nachher noch in Rotor. Oh Gott! Zieht euch das rein! Lawine! Oh, oh. Hier gibt es einen schönen Aufwind offensichtlich. Solange wie wir hier fliegen können. Oh fuck, bin jetzt da durch. Das ist ja die ultra krasse Wingsuit-Nummer. Ah. Mir bricht jetzt alles ein. Immer mehr Schnee kommt runter. Im Himalaya. Und hier heißt es auch eher Kopf einziehen, wenn ich das richtig. Hi, ja, jetzt darf ich keinen Fehler machen. Super. Ah, da habe ich mal echt hier bravourös hier. Die Mission. Haben wir doch echt richtig gut erledigt. Und jetzt schnell hier. Den Fallschirm ziehen. Zack. Was? Warum zur Hölle? Habe ich den zu spät gezogen? Ich wollte so einen coolen Abgang machen mal wieder. Okay. Dann nochmal. War aber auch geil. Mach ich gerne nochmal. Also ist alles super. Wow. So, man muss auf jeden Fall hoch rein, aber ich weiß auch nicht, ich hoffe, ich pack das jetzt nochmal. Scheiße, der ist nicht so hoch, wie ich eben war. Obwohl doch, der ist wieder höher ein bisschen. Kriegen wir umflogen. Gemeinsam mit den Adlern. Ich da, er hat zu spät den Fallschirm scheinbar geöffnet. Das habe ich nicht ganz gereicht. Also ganz ehrlich. Weil beim letzten Mal zieht er den auch eh automatisch den Wingsuit, aber scheinbar funktioniert das nicht überall. Insofern wäre es ein fast perfekter Absprung gewesen. So, hier kommt der gute Heli, da wollen wir nicht lang. Wir flattern hier lang. Und oh, an der Scheiße. Lawine vorbei. Rechts halten. Schön. Das hat wunderbar funktioniert. Das ist auch eine richtig geile Mission. Die könnte ich echt fünfmal spielen. Das ist echt, das kriegt einen mentalen Daumen hoch zumindest von mir. Die Mission finde ich echt cool. Haben sich das ausgedacht. Ich hätte gerne mehr davon gesehen, ehrlich gesagt. So ein bisschen unterschiedliche Sachen. Anstatt töte 15 oder töte den. Wir haben halt ultra viele Attentate die ganze Zeit. Boah, hier muss ich jetzt ja richtig aufpassen. Hätte ich gerne zwischendurch auch mal ein bisschen sowas gesehen, ne? So ein bisschen Sporteinlagen. Wobei das natürlich im Open-World-Spiel, das hat ja diverse Möglichkeiten. Da muss man halt immer auch unterscheiden, ne? Ah, liegt daran, weil er wahrscheinlich eben den zu spät nicht ganz aufbekommen hat. Da war ich dann doch zu nah am Boden. So, aber jetzt hat's funktioniert. Soll ich nie wieder sagen. Dass alles gut gelaufen ist. Ist das Ziel eliminiert? Ja, hab ihn erledigt. Nehmen wir uns jetzt Yuma vor? Steig ein. Betrachte diese Info als letzten Gehaltscheck. Du hast die ganze Zeit über CIA-Agenten getötet. Wir räumen auf. Pagan stellt keine klare und akute Bedrohung mehr für Amerika dar. Deshalb mussten wir unsere Spuren hier verwischen. Du hast einen verdammt guten Job gemacht. Also war alles, was sie sagten, gelogen? Was ich über deine Eltern gesagt habe, das war die Wahrheit. Was ich dir über Yuma sagte, frag sie einfach selbst. Was haben sie denn vor, Mann? Sorry, Kleiner, aber wie gesagt, jeder Patriot, den ich kenne, ist ein Hurensohn. Du kleiner Hurensohn. Willis, es war so klar. Scheiße.